J'ai le plaisir de vous accueillir pour notre conférence débat de ce soir qui est centrée autour d'un livre, une nouvelle biographie à propos d'Adolf Hitler, publiée, écrite par Hans-Ulrich Thamer, ici présent, qui est déjà venu à la maison. Je pense que vous connaissez déjà notre maison lors d'un colloque. Vous avez été ici, monsieur. Et comme étudiant, résident de la maison? Non? De cette maison? Ah, alors comme ça, on découvre des talents, hein? dans un ancien résident. Bon, ça, ce que je ne savais pas, mais ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ici. Hans-Ulrich Thamer est professeur d'histoire. Qu'est-ce qu'on dit en français? Contemporaine, non, ou moderne, vous dites, hein? Histoire moderne, bon, les appellations changent toujours. Moderne et contemporaine. Bon, ça peut. D'accord, merci. Merci, monsieur le professeur. À l'université de Münster, maintenant professeur émérite. Et vous avez choisi comme titre de votre conférence, au cours de laquelle vous allez parler, justement, présenter les grandes thèses de votre livre. Wir werden. Mit Hitler werden wir nie fertig, ce que nous avons traduit avec la phrase nous n'en aurons jamais terminé avec Hitler. Je ne sais pas si c'est un titre, on s'est posé après dans notre équipe la question de savoir si c'était un titre qui faisait plutôt attirer des gens ou qui faisait plutôt fuir, parce qu'on s'est dit, bon, encore peut-être une conférence, une communication autour de Hitler. Mais moi, je trouve que c'est toujours un sujet qu'il faut étudier. Je suis vraiment convaincue, j'ai lu votre conférence, j'ai pas encore lu votre livre, j'ai feuilleté, mais j'ai pas encore pu le lire, mais je suis persuadée que vous allez vraiment poser les questions vraiment centrales, je sais que ça va intéresser notre public. Et je remercie aussi monsieur Oza, Armin Oza, qui était l'historien sur place à Paris, historien à l'université à Sorbonne Nouvelle, Paris 3, qui nous a, disons, mis en contact avec vous et qui nous a conseillé d'organiser cette soirée qui, malgré un temps qui est très bien, mais tombe pendant la période de vacances. Ça, c'est un peu le côté négatif, parce que je pense sinon on aurait un public encore plus large, mais un public intéressé, ça je peux garantir, je connais notre public, et c'est pour ça que je suis très contente de vous accueillir tous les deux ici, et je passe la parole tout de suite. Non, je pense d'abord à monsieur Oza. Merci madame Drossen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist Ferienwoche und gleichzeitig Prüfungswoche an der Sorbonne Nouvelle. Ich freue mich sehr, mit Ihnen heute Abend hier in Paris Herrn Professor Hans-Ulrich Thamer begrüßen zu dürfen, der nach Stationen in Marburg, Berlin und Erlangen 2 Jahrzehnte lang als Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Münster gelehrt hat, einer Universität, der er bis heute als Seniorprofessor verbunden ist. Und mit ihm haben wir heute einen der renommiertesten deutschen Zeithistoriker zu Gast und übrigens auch einen intimen Kenner der französischen Geschichte. Aus Herrn Thamers reichem Oeuvre, das Studien zur französischen Aufklärung, zur französischen Revolution, aber auch zur Geschichte des Sammelns umfasst, sind Ihnen vermutlich seine Publikationen über das Dritte Reich bekannt, sein mehrfach aufgelegtes Standardwerk über das Dritte Reich, Verführung und Gewalt, seine 2002 erstmals bei Reclam und auch mehrfach aufgelegte
Darstellung über den Nationalsozialismus, sein kürzlich erschienener Band über Berlin im Dritten Reich oder auch der von ihm verantwortete Katalog zur Ausstellung über Hitler und die Deutschen, ein Katalog, der anlässlich der 2010/11 im Deutschen Historischen Museum Berlin gezeigten Ausstellung erschien, für die Herr Thamer auch als Kurator verantwortlich zeichnete. Auch heute Abend, Sie haben es gelesen und gehört, geht es um Hitler, um einen Hitler, der nicht vergehen will, mit dem wir noch nicht fertig sind oder vielleicht auch nie fertig sein werden. Herr Thamer hat, wie Frau Deussen schon sagte, gerade eine viel beachtete, hochgelobte Biografie vorgelegt, ein Buch, das so Andreas Wirsching, der Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München, ein Buch, das aus der Masse der Publikationen über Hitler herausragt, ein Buch, so ein Rezensent der Frankfurter Rundschau, ein Buch, das alles enthält, was man über Hitler wissen muss. Ich freue mich also umso mehr, dass wir heute einen Herrn Thamer hier live zu uns zu Besuch haben, dass Sie unserer Einladung nach Paris gefolgt sind, und überlasse Ihnen das Wort. Ja, aber ich kriege das dann schon mit der PowerPoint hin. Ja. Ich darf mich ganz herzlich, das erinnert mich immer an meine Studentenzeit, als es bei den Kunsthistorikern noch üblich war, mit einem Stock auf den Boden zu schlagen, wenn die studentische Hilfskraft das nächste Dia zeigen musste. Lang ist her. Also herzlichen Dank für die Einladung. Wie gesagt, ich habe hier einmal mich über französische Geschichte in der Bibliothek National längere Zeit aufgehalten. Da war Herr Harder hier im Hause. Heute geht es um Hitler und ich entschuldige mich vielmals, dass ich Ihnen das auf Deutsch vortrage. Aber dieses Thema ist so diffizil und in der Begrifflichkeit so schwierig, sensibel, dass ich mich einfach nicht traue, das in meinem mäßigen Französisch Ihnen vorzutragen, damit wir keine Missverständnisse erleben. Und das Zweite, Frau Deussen, was ich noch sagen darf, Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier noch da einfüge, dieser Titel, mit Hitler werden wir nie fertig, Sie haben gesagt, Sie hätten sich gefragt, ob das abstoßend oder attraktiv ist, das frage ich mich seit 10 Jahren. Ich hatte bei dieser Hitler-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin, die ja nun da sehr viel Zuspruch bekommen hat, aber auch rege Diskussion, am Schluss diesen Titel in einem Schriftband laufen lassen wollen. Der Generaldirektor des Hauses hat gesagt, na, ob das so gut wäre. Daraufhin habe ich ihn wieder gestrichen. Es ist aber genau das Thema, was nicht nur mich, sondern viele andere bewegt, trotz 80-jähriger oder 60-jähriger Forschung und Diskussion, wie wir mit dieser historischen Figur und ihrer Interpretation klarkommen werden. Ich werde Ihnen das heute Abend versuchen, an einigen Überlegungen aus dieser Biografie, die ich geschrieben habe, vorzustellen. Und ein drittes Vorwort: Dieses Buch ist relativ schmal, im Unterschied zu den letzten Biografien meiner Kollegen, die es unter 2000 Seiten nicht gemacht haben. Und die Verlage, ich nehme an, auch französische Verlage, sind mittlerweile der Meinung, dass solche dicken Bücher nicht gelesen werden. Also der Verlag C.H. Beck in München, mit dem ich immer sehr gerne zusammenarbeite, hat mir die Auflage gemacht, 320 Seiten und keine Seite mehr. Das ist das Problem. Jetzt aber zum Thema. Hitler erklären, das war für Historiker und Publizisten schon immer eine große Herausforderung, und daran hat sich nach einer sehr langen und intensiven Forschungsgeschichte zur Biografie Adolf Hitlers
und zur Herrschaftsgeschichte des Nationalsozialismus wenig geändert. Zwar verfügen wir mittlerweile über eine beträchtliche Zahl von Quellen und Dokumenten und von noch sehr viel mehr Spezialstudien. Keine Epoche der deutschen Geschichte ist so intensiv erforscht worden wie die Geschichte des Dritten Reiches. Gelegentlich war sogar die Rede davon, Hitler sei überforscht. Ich weiß nicht, wie man das ins Französische übersetzen soll. Immerhin sind seit der ersten material- und gedankenreichen Hitler-Biografie des Münchner Journalisten Konrad Heiden, die dieser nach seiner Flucht aus Deutschland bereits 1936/37 vorlegte, mittlerweile über 80 Biografien des deutschen Diktators erschienen. Aber die Gegenfrage zu der These vom Überforschen: sind nicht auch in den vergangenen Jahren nicht ebenso viele Napoleon-Biografien erschienen? Und ist Napoleon darum überforscht oder nicht? Die Hitler-Biografik vollzog sich in der Nachkriegszeit nach einer langen Pause zwischen dem Buch von Heiden, das ja nur in der Emigration erschienen ist, und dann allmählich der deutschen Nachkriegsforschung, mit einem in Wellen sich vollziehenden Publikationsrhythmus und mit sehr unterschiedlichen kontroversen Deutungen. Der britische Historiker Alan Bullock, der bereits 1952 und danach die mehrfach aufgelegte und übersetzte, zunächst und lange Zeit als gültig geltende Biografie verfasste, bezeichnete Hitler damals als prinzipienlosen Opportunisten und reinen Machtpolitiker, dessen Aufstieg zum absoluten Herrscher durch einen spezifischen deutschen Sonderweg ermöglicht worden sei. In der bundesrepublikanischen Historiografie wurde diese These aufgenommen, aber auch in doppelter Hinsicht modifiziert. Einmal galt Hitler nicht als der prinzipienlose Opportunist, sondern die nationalsozialistische Ideologie bzw. Hitlers Programm einer rassenbiologisch begründeten Weltherrschaft galten als der Kern, das Movens seiner Politik. Das waren die Arbeiten von Eberhard Jeckel und Andreas Hilgruber, meinen akademischen Lehrern. Andererseits haben Verfechter einer Strukturanalyse, das ist die nächste Generation dann in den 1970er Jahren, wie Martin Broschardt und Hans Mommsen, die These von der monokratischen Allmacht des Diktators, so wie Bullock das definiert hatte, grundlegend in Frage gestellt, und sie haben die polykratischen und zugleich zu Zerstörung und Vernichtung führenden Strukturen des nationalsozialistischen Herrschaftssystems herausgearbeitet. Das bedeutete, dass die Mitverantwortung der deutschen Gesellschaft an dem Verfolgungs- und Vernichtungssystem hervorgehoben wurde. Hitler war es nicht allein. Und nachdem man sich bisher hinter der These von der Alleinverantwortung Hitlers und seiner Führungsklique natürlich auch selbst entlastet hatte, die Generation der Zeitgenossen. Die danach einsetzende Konjunktur der Strukturgeschichte in den 1970er, 80er, 90er Jahren hat mit dazu geführt, dass in der bundesdeutschen Historikerzunft eine personenorientierte Geschichtsschreibung als altmodisch galt und die nächste maßgebende Hitlerbiografie von Joachim Fest, dem späteren Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und führenden Publizisten in Deutschland, aber eben außerhalb der universitären Forschung verfasst wurde. Und diese auch noch und in einer eleganten Sprache, in einer Zeit, wo für Historiker eine soziologische Analyse mitsamt verschachtelter, abstrakter Sprache und Sätze angesagt war. In Parenthese,
Der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt hat auf dem Hamburger Historikertag in den 70er Jahren den deutschen Historikern gesagt, sie könnten keine ordentlichen Bücher schreiben, das könnte kein Mensch lesen und sie sollten sich ein Beispiel an Joachim Fest nehmen. Fest nun hatte aber auch nicht nur eine elegante Sprache entwickelt, sondern er hatte als erster das Doppelgesicht des Diktators beschrieben und neben dem Bösen auch die Faszination und die Modernisierung oder die Modernität von Hitler beim Namen genannt. Das führte in der Kritik zunächst zum Vorwurf, damit eine Hitlerwelle ausgelöst zu haben, die eine Verharmlosung Hitlers und eine Entlastungsfunktion für die deutsche Gesellschaft zugleich zur Folge hätte. Zugleich hatte Fest mit dem Konzept von Politik und gesellschaftlichen Zwischenkapiteln in seiner biografischen Erzählung ein Strukturmodell für eine moderne Biografie entwickelt, die dann richtungsweisend wurde. Er hat also die Rahmenbedingungen von Hitlers Aufstieg und Macht immer eingebettet in solche Zwischenkapitel. Dieser Ansatz nahm vorweg, was danach, vor allem seit der zweibändigen Hitler-Biografie von Ian Kershaw, zum methodischen Standard der Hitler-Forschung wurde, nämlich eine Strukturgeschichte von Politik und Gesellschaft mit der Biografie Hitlers zu verbinden und dabei gleichzeitig auch zwei methodische Ansätze miteinander zu verbinden, den sogenannten intentionalistischen, der von der Programmatik als handlungsleitenden Motiv ausging, und eben einem funktionalistischen, der von der Struktur der Herrschaftsordnung als Movens ausging. Die sind bei Kershaw miteinander verbunden und haben zu einem sowohl als auch, wenn Sie so wollen, geführt. Kershaw interpretierte Hitlers Herrschaft als soziale Praxis einer Gesellschaft, die dem Führer bestimmte außerordentliche Rettungs- und Erlösungsqualitäten und ein Charisma als Merkmal seiner Herrschaft zuschrieb und die Rolle der Gesellschaft gleichzeitig als tragendes Element der Mitwirkung, die eben von diesem Charisma überzeugt waren, zugeschrieben hat. Persönlichkeit und Gesellschaft standen danach in einem komplementären Verhältnis. Gleichwohl besaß Hitler, so Kershaw weiter, in den zentralen Politikfeldern, also in der Außenpolitik, in der Judenpolitik, in der sogenannten Lebensraumpolitik während des Krieges, durch seine ideologische Fixierung eine zentrale Rolle. Damit deutete er zugleich auch die Grenzen seiner symbiotischen Interpretation an. Und es war fast unausweichlich, dass nach diesem großen Werk nun in künftigen Arbeiten die entscheidende Rolle der Person Hitlers und seiner Ideologie wieder stärker betont wurden, ohne diese gesellschaftlichen Bedingungen zu leugnen. Das ist der Punkt, wo wir uns heute befinden und wo ich mich auch hier verorte. Das ist der forschungsgeschichtliche Hintergrund der neuen Welle von Hitler-Biografien. Allein in den vergangenen 15 Jahren haben deutsche Historiker mehr als ein halbes Dutzend, oft mehr als 1000-seitige Biografien publiziert. Sie unterscheiden sich von früheren Arbeiten dadurch, dass sie konsequenter denn je zuvor Hitlers Leben in eine Geschichte der deutschen Gesellschaft einbetten, auch das private Leben, sofern man das überhaupt rekonstruieren kann, ohne dass sie mit durchaus unterschiedlicher Gewichtung die Rolle der Persönlichkeit und die Wirkungsmacht von Hitlers Programm ausblendeten. Einige Kritiker kommentieren diese neuerliche Hitlerwelle allerdings mit dem überspitzten Vorwurf,
dass in diesen Neuansätzen, das gilt dann auch für mich, wieder nichts Neues über Hitler und den Nationalsozialismus zu erfahren wäre. Das möchte ich jetzt diskutieren und auch ein bisschen widerlegen. Historische Erkenntnisse werden in der Forschung grundsätzlich, und das gilt auch für die Forschung zum Nationalsozialismus, entweder durch die Aufarbeitung neuer Quellen und oder durch die Diskussion neuer Fragen gewonnen. Was gibt es nun nach einer so langen Forschungsgeschichte zu Hitler und zum Nationalsozialismus tatsächlich noch zu erforschen? Sicherlich sind inzwischen die meisten Quellen erschlossen. Das gründliche Archivrecherchen, etwa in bayerischen Regimentsakten in München, dennoch neue Erkenntnisse vermitteln und weiterhin mit manchen Legenden aufräumen konnten, die Hitler und seine Gefolgsleute damals erfolgreich verbreitet haben. Das zeigen die beiden Studien in jüngster Zeit, auf die ich mich auch beziehe, von Thomas Weber zum Verhalten des unbekannten Gefreiten Adolf Hitler während des Ersten Weltkrieges und nach Kriegsende, sowie von Ottmar Plöckinger zu Hitlers Weg in die Politik während der politischen Nachkriegswirren in München. Wenn Sie jetzt das erste Bild zeigen können. Ich zeige Ihnen jetzt die wenigen Fotos und die wenigen Kenntnisse und ich kommentiere jetzt diese Bilder, was ich in meinem Text hier nicht habe, die wirklich authentisch sind, weil viele der späteren Fotos alle inszeniert sind. Das ist also Hitler, sagen, in der Schulklasse in Leonding und er fällt dadurch auf, dass auf allen Bildern er oben in der Mitte steht, sehr selbstbewusst oder abweisend zugleich. Also das ist eines der ganz selten wenigen Dokumente, die wir über seine Schulzeit haben. Wir wissen ansonsten authentisch über die Schulzeit nur, dass er die Schule abgebrochen hat, wie auch später seine Berufsausbildung nie sagen, in Angriff genommen hat. Also dieses lässt sich auch nicht mehr korrigieren. Korrigieren können wir aufgrund der Quellen, die es jetzt gibt, seine Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg und die Zeit danach, wo fast alles, was Sie in Mein Kampf lesen können, sagen, erfunden ist. Das ist eine sagen, Fiktion, diese Biografie, die Sie dort finden. Das hat also, haben verschiedene weitere Studien zur Frühgeschichte der NSDAP und zu Hitlers Politikstil mittlerweile nachgewiesen. Sie können das mittlerweile alles gesammelt, gebündelt lesen, obwohl es eine schwierige Lektüre ist, in der zweibändigen Edition von Hitlers Mein Kampf, die vor 2 Jahren vom Institut für Zeitgeschichte in München mit einem erheblichen Aufwand publiziert wurde, nachdem das Copyright, was auf diesem Buch lag, erloschen war und hier die Frage auftauchte, was wird mit diesem Buch jetzt möglicherweise an Propaganda betrieben, deswegen die selbstgestellte Aufgabe des Münchner Institutes, das mit einer kritischen Kommentierung sagen, von vornherein auszuschließen. Und da finden Sie wirklich alle sagen, Details. Diese Edition hat schon lange vor ihrem Erscheinen juristische Debatten und eine große öffentliche Aufmerksamkeit hervorgerufen. Und sie war wahrscheinlich auch einer der Auslöser dieser neuen Welle der Hitler-Biografien. Die ausgiebigen Kommentare der Edition, die länger sind als der Text des Buches selber, belegen, wie wenig Authentisches wir über Hitlers Leben aus Mein Kampf erfahren, aber wie aufschlussreich diese Rechtfertigungsschrift für die Erfindung seiner Biografie und insgesamt für seine Politik der Inszenierung ist. Könnten Sie noch mal 2 weiterklicken? Also das ist ein weiteres, Entschuldigung, jetzt kommentiere ich wieder, ein weiteres Foto, das authentisch ist. Hitler als Meldegänger hinter der Front in einem Unterstand,
Und wie immer ist er, also das ist die Figur da ganz außen, jemand, der immer abseits steht. Er ist ein Einzelgänger. Das zeigt auch dieses Foto, ein Sonderling. Und das nächste bitte noch. Und erst 1924 beginnt Hitler sich den Fotografen zu stellen. Das ist ein Foto, und was verboten worden ist. Es stammt von Hitlers Leibfotograf Heinrich Hofmann. Und wir wissen nicht genau, warum es unterdrückt worden ist, aber vermutlich, meine ich, weil der Hund größer ist als der Herr. Also der Herr kommt hier etwas schlecht bei diesem Bild weg. Also wir haben in Zukunft entweder sagen Fotos, die von Heinrich Hofmann in einer riesigen Bilderfabrik gemacht worden sind, die alle in Auftrag gegeben sind, alle inszeniert, oder wir haben Fotos, die veröffentlicht werden sollten, aber nicht wurden. Es gibt wenige private Fotos. Die NSDAP hat immer darauf geachtet, dass die unterdrückt wurden. Also ein merkwürdiger, manipulierter Umgang mit dem eigenen Bild. Nun mit, noch eins bitte weiter. Auch das ist ein ja wenigen Gelegenheitsfotos, ich kommentiere wieder, Hitlers Aufstieg zum Redner einer Massenveranstaltung im Zirkus Krone in München. Seit 1921, 22 war er, sagen, der umjubelte Star in solchen Veranstaltungen, wo 2.000, 3.000 Menschen waren, und der galt damals eben wegen dieser rhetorischen Talente, die voller Aggressionen und Hassausbrüchen waren, als der König von München. Das wissen wir, das ist gesichert. Und jetzt haben wir noch Mein Kampf. Und hier sehen Sie, ich kommentiere wieder, hier haben Sie die Originalwerbung für dieses Buch, die eben zunächst als Rechtfertigungs- und aus Kampfschrift mit seinen innerparteilichen und anderen Gegnern verfasst worden ist, bis sie dann zu einer erfundenen Biografie wurde. Also mit diesen Publikationen, die ich Ihnen kurz angedeutet habe, wurden bisherige Vermutungen eindeutig bestätigt, nach denen Hitler ganz im Unterschied zu seiner Selbstdarstellung ohne ein geschlossenes Weltbild und politisch längst nicht festgelegt aus dem Krieg zurückkehrte. Ganz opportunistisch blieb er so lange wie möglich im geschützten Raum der Armee und versuchte die Demobilmachung, die von den Alliierten ja angeordnet worden ist, bis 1920 zu vermeiden, bis er dann schließlich in dieser Deutschen Arbeiterpartei oder NSDAP seine neue Heimat fand und vor allen Dingen eine Bühne, auf der er agitieren konnte. Und an dieser Erfahrung hielt er bis zu seinem Ende fest. Also die Inszenierung auf einer solchen politischen Bühne, das war das, was er von vornherein konnte und was sein Charisma ausmachte. Diese und andere neue Erkenntnisse werfen umso drängender die Frage auf, wie ein sozialer und politischer Niemand, der ohne Schulabschluss, ohne berufliche Ausbildung, ohne politische Parteikarriere 30 Jahre lang am Rande der Gesellschaft leben und dann in kürzester Zeit zwischen 1919 und 1921 zu einem eigenen Stil, also einem politischen Stil und einer eigenen Weltanschauung kommen konnte, die seiner Politik eine Begründung geben konnte und die dann also Furore gemacht hat. Die neueren Forschungen verdeutlichen zudem, dass weder die Wiener Erfahrungen, also der immer weiter in eine selbstverschuldete Armut versinkende gescheiterte Künstler, noch das Fronterlebnis des Ersten Weltkriegs zu Hitlers Politisierung geführt haben.
Und es stellt sich dann die Frage, wie er nach den langen Jahren im Abseits plötzlich wie nach einem Urknall in wenigen Jahren mit breiter gesellschaftlicher Zustimmung Geschichte von weltgeschichtlicher Dimension und millionenfache Verbrechen begehen konnte. Dass solche und ähnliche Fragen, die ich jetzt noch diskutieren möchte, nicht mit der üblichen Aussage zusammenpassen, Hitler sei letztlich ein Rätsel und damit tut man das ganze Problem ab, oder er sei, wie das schon der Historiker Friedrich Meinecke nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat, eine besondere Sorte Mensch, eine Urrasse, sagt eigentlich wenig aus, was das ist. Damit kann man das nicht abtun, denn aus der Ungeheuerlichkeit seiner Wirkungs- und Zerstörungskraft, aber auch der bis heute bestehenden Allgegenwart seiner Person in der Öffentlichkeit und in der medialen Verwertung ergibt sich an sich die Notwendigkeit, dieses Rätsel einigermaßen aufzulösen und das nicht nur mit dem Begriff des Rätsels vor sich herzuschieben. Kein Wunder, dass auch die wissenschaftliche Forschung sich diesem ewigen Thema immer wieder gewidmet hat und sich seit einiger Zeit mit neuen Fragen beschäftigt. Das ist der Sinn meiner These, mit Hitler werden wir nie fertig. Diese neuen Deutungen sind stärker sozial- und kulturwissenschaftlich ausgerichtet und bieten einige Erklärungen für das Phänomen Hitler. Zusätzlich kommen einer Studie zu Hitler in der Öffentlichkeit und in der Publizistik eine immer größere Aufmerksamkeit zu und auch ein größeres verlegerisches Interesse. Das ist natürlich nicht zu leugnen. Eine Zeit lang gab es kaum einen Abend, wo Sie nicht auf einem deutschen Fernsehkanal irgendeine Dokumentation oder Ähnliches zu Hitler und der NS-Zeit sehen konnten. Auch meine eigene Studie geht teilweise natürlich auf den Anschluss eines Verlages, in diesem Falle des Verlages C.H. Beck in München, zurück, der angesichts des ungebrochenen Interesses eine schlanke und lesbare Biografie haben wollte, die den aktuellen Forschungsstand zusammenfasst. Von diesem öffentlichen Interesse profitieren auch mittlerweile eine Reihe von eindimensionalen, sensationsträchtigen Publikationen, die ich nur am Rande erwähnen will und die immer ihr Publikum finden. Etwa zu Hitlers Konsum an Aufputschmitteln oder Drogen. Wobei dann diese Tatsache, die unbestritten ist, in den Zusammenhang mit seinen politisch dramatischen Zerstörungspolitiken gebracht wird. Und dann wird es äußerst kritisch, denn dafür gibt es keinen Nachweis. Hitler hat in den Jahren 1941, 42, 43 durch seinen Leibarzt Morell in der Tat immer mehr Aufputschmittel täglich gespritzt bekommen, aber eigentlich nur, um sich als sozusagen jemand mit starkem Nervenkostüm ausgestattet zu zeigen und nicht um vor dem Hintergrund dieser Drogen dann sozusagen die Judenvernichtung in Gang zu setzen oder Ähnliches. Dafür gibt es eben für diesen Zusammenhang keinen schlüssigen Beweis. Die neueren wissenschaftlichen Studien betonen sehr viel mehr die Gemengelage von Hitlers individuellem Verhalten und Politikstil einerseits und in kollektiven Erwartungen und Kräften in der deutschen Gesellschaft andererseits. Sie greifen damit Fragen auf, die seit den 1960er Jahren, seit Joachim Fests Biografie, immer wieder gestellt wurden und die wir mittlerweile auf einer breiteren Grundlage auch diskutieren können. Entscheidend bleibt der Versuch, das Ungeheuerliche und das Verbrecherische in der Politik und Person Hitlers zu erfassen und sich dabei auch gleichzeitig der Frage zu stellen, welche Kräfte und Bedingungen Hitler möglich gemacht haben und die dazu geführt haben, dass er bis zum Ende
eine massenhafte Loyalität und Zustimmung gefunden hat. Es gibt keinen Herrscher, bei dem diese Massenverbrechen auf der einen Seite und diese breite Zustimmung, die bis 1943 sicher war, so eng nebeneinander liegen. Bilanziert man nun die Erträge dieser Forschung, dann erscheint Hitler eben nicht mehr als die einfache, mehr oder weniger passive Projektionsfläche politischer Erwartungen und überindividueller Interessen von Verbänden, Machtgruppen, die ihn gemacht und gewollt haben. Das war die Deutung der 1970er, 80er Jahre, sondern als ein taktisch überaus geschickter Machtpolitiker, der die Schwächen seiner Gegner wie die krisenhafte Situation dank einer sehr raschen Problemeinsicht erfasst und skrupellos ausgenutzt hat und durch die Inszenierung von Drohung und Gewalt immer wieder seine Handlungsspielräume erweitert hat. Der Blick richtet sich also stärker auf die subjektiven persönlichen Faktoren als auf die gesellschaftlichen Bedingungen dieses Handelns, aber die dürfen natürlich nicht ausgeblendet werden. Die Fokussierung auf Inszenierung und Macht, so meine These, prägte Hitlers Politik, die sich auf eine bis dahin unbekannte Verbindung von Konsens und Gewalt stützte. Das lässt sich vor allen Dingen an der hitlerschen Biografie als Parteipolitiker wie dann in seiner Regierungszeit immer wieder beobachten. Die Explosion der Gewalt, wie wir sie dann mit dem Zweiten Weltkrieg erleben, überrascht immer wieder und auch die Fähigkeit, das alles in Gang zu setzen, wenn man bedenkt, dass zunächst nichts in der politischen Karriere auf Hitlers als einem umjubelten Führer und Herrscher der Nation hindeutete und auch nicht darauf, dass er ein verbrecherischer Kriegsherr werden würde. Das zu erklären, bleibt ein großes Problem, nachdem wir vor allen Dingen wissen, dass er die ersten 30 Jahre seines Lebens nichts von dem in irgendeiner Form angedeutet hat. Er war ein Namenloser, ein Gescheiterter, ein Tagträumer, der mehr oder weniger in Wagner-Opern seine Zeit verbrachte. Im Gegensatz zu seiner autobiografischen Selbstverklärung hat er kaum ernsthafte Anstrengungen zu einer beruflichen Ausbildung und bürgerlichen Bildung unternommen. Er führte ein zielloses Leben und es gibt für die ersten 30 Jahre seines Lebens keine schlüssigen Hinweise auf ein politisches Engagement oder auf politische Vorstellungen, die er entwickelt hätte und die ihn hätten leiten können. Dieser anschließende Politisierungsprozess der Jahre 1919 bis 21 sind wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit nur aufgrund der Erfahrungen dieser revolutionären, krisenhaften Nachkriegszeit, also von der Münchner Räterepublik bis in das Jahr 1922, 23 zu erklären. Das Entscheidende, was Hitler hier als eigene Leistung und Fähigkeit mitbrachte, war allein seine Rhetorik. Er hatte ein Naturtalent als Redner, was ihm vorher selbst offenbar nicht bewusst gewesen sei. Und das Gespür als Theater- und Opernfreund, der seit seinen Wiener Zeiten eben sehr häufig im Theater auf den oberen Rängen anzutreffen war, dass eben Politik auch etwas Performatives, Visuelles besitzt. Und das hatte er vielen seiner Konkurrenten und Zeitgenossen voraus. Er entwickelte ein Gefühl, ein Gespür dafür, dass Politik sichtbar gemacht werden müsse, was heute selbstverständlich ist, in der frühen Weimarer Republik aber relativ
ungewöhnlich war. Diese Fähigkeit ersetzte seine fehlenden taktischen und programmatischen Erfahrungen und Lernprozesse, die ein Politiker üblicherweise in einer langen Aufstiegsphase vom Kassierer einer Partei bis zum Parteiführer erwerben musste, wie das vor allen Dingen in der Arbeiterbewegung überall in Europa der Fall war, vor allen Dingen dann, wenn er sich nicht auf eine hilfreiche soziale Herkunft und Netzwerke stützen konnte, sondern ein Einzelgänger war. Auch wenn Hitler als eifriger Autodidakt ein beachtliches Lesepensum erfüllte und über ein stupendes Gedächtnis verfügte, lag seinem Politisierungsvorgang kein systematisches Studium historisch-politischer Texte zugrunde, sondern eher eine zufällige und bruchstückhafte Lektüre. Umso wichtiger war dann die mit großer rhetorischer Emphase vorgetragene Selbstinszenierung eines Möchtegern-Theoretikers, der vorgab, über ein angeblich granitenes Fundament einer in sich geschlossenen Weltanschauung zu verfügen und damit seinen Führungsanspruch gegenüber seinen eigenen Parteigenossen und dann auch gegenüber dem politischen Umfeld zu begründen. Zu dieser Inszenierung gehörte dann eben auch die Erfindung einer Biografie, die sich wie ein bürgerlicher Entwicklungsroman lesen lassen sollte, während wir aus Mein Kampf bekanntlich wenig Authentisches über seine persönliche Entwicklung erfahren, außer, wie ich schon erwähnte, über sein Scheitern in der Schule und bei der Berufssuche. Was Hitler zunächst zum Trommler und dann zum Führer machte, war also keineswegs eine Idee oder eine festgefügte Weltanschauung. Er fand seine Bühne, seine Heimat, seine Rolle als Agitator, der Zukunftsängste und soziale Erwartungen zu repräsentieren und sie zu inszenieren verstand. Und dieses eher zufällig und dank natürlich der Förderung einflussreicher Kreise aus der Reichswehr und auch der Münchner Gesellschaft, wo sich, wie Joachim Fester schon genannt hat, ältere Damen um den unbeholfenen linkischen Außenseiter bemühten und ihm beibrachten, mit Messer und Gabel zu essen, Lackschuhe zu tragen und sich ansonsten in den Münchner Salons so zu benehmen, wie sich das gehörte. Und das konnte er sehr schnell. Was er in dieser Rhetorik vortrug, war Hass und Verrat als die eigentlich zentralen Themen der Politik. Und damit fand er natürlich in einer aufgewühlten Atmosphäre eine große Öffentlichkeit. Und das Ganze verband sich mit einer politischen Unbedingtheit, die er predigte und praktizierte. Keine Konzessionen, keine Kompromisse, keine Koalitionen. Sie passten eher in die Erfahrungswelt eines ehemaligen Frontsoldaten und nicht eines gewieften Parteipolitikers, kamen aber in dieser Zeit eben sehr gut an. An dieser Unbedingtheit hielt er auch nach seinem gescheiterten Putsch von November 1923 fest, der eigentlich das Ende seiner kurzen und dramatischen politischen Karriere hätte bedeuten müssen. Die bayerische Polizei hätte ihn als Staatenlosen oder als Österreicher ausweisen müssen. Aber hier fand er, das sind die gesellschaftlichen Bedingungen, einflussreiche Gruppen einschließlich der Justiz, die diesen Mann für sich nutzen wollten und schützend ihre Hand über ihn hielten. Er verband also das, was er bei den Bechsteins und Beckmanns gelernt hatte, gesellschaftliches, elegantes Verhalten, mit der gleichzeitigen Aura und dem Nimbus eines gewalttätigen, zu allem entschlossenen Menschen, der in einen solchen Salon kam, in einer eigentümlichen Kleidung und mit einem Trenchcoat und einem Pistolengürtel
um diesen Trenchcoat geschlungen, den er dann in der Garderobe des Hauses ablegte. So wird er immer wieder beschrieben. Auch in den Massenängsten und der Massenmobilisierung von Gewalt und internen sowie gesamtgesellschaftlich geprägten Machtkämpfen, die dann in der zweiten Phase der Republik und zugleich in der Machteroberungsphase ab 1930 hier dominant waren, hat er diese Fähigkeit bewahrt, die ihn dann auch immer wieder in krisenhafte Situationen, wo eben an sich mehr Kompromissfähigkeit gefragt war, gebracht hat. Aber diese Inszenierung von Unbedingtheit, das gehörte zu seinem Markenkern, würden wir heute sagen. Im Zentrum der parteipolitischen Entscheidungssysteme blieb er immer präsent und gab sich als der Weltanschauungstheoretiker und der also sagen weiterdenkt. Da gleichzeitig war er in der Lage, seine Parteigenossen und auch andere Politiker in einer Divide et Impera Taktik gegeneinander auszuspielen und auf diese Art und Weise Macht zu behaupten. Das war nur möglich in einer politisch-gesellschaftlichen Situation, wo seit 1930 verfassungsmäßig formalisierte Entscheidungswege immer weiter abgebaut wurden, wo die persönliche Intrige eine immer größere Rolle spielt. Hier gelang es ihm, durch diese Darstellung von Energie und Unbedingtheit, aber auch durch sein taktisches Geschick, die rivalisierenden Gruppen gegeneinander auszuspielen und sich selbst immer wieder in die Agenda, in den Mittelpunkt der Agenda zu rücken und nie zum Spielball zu werden. Er entschied darüber, wer von seinen Parteigenossen, dem Inner Circle, mit ihm an Veranstaltungen teilnahm und wer nicht. Auch Joseph Goebbels, der immer der Meinung war, er sei im Zentrum der Entscheidung, musste immer wieder feststellen, dass Hitler ihn überhaupt nicht informiert hatte und erst ganz kurz vor einer Entscheidung ihm ein paar Brocken hingeworfen hat. Das war die Art und Weise, wie er diese parteiinterne und dann auch später politische Macht behauptet hat. Also er hat immer die Existenz widersprüchlicher Interessen und politokratischer Kräfte unter Kontrolle gehalten und war nicht, wie man das früher langer Zeit angenommen hat, ein schwacher Diktator, der sich treiben ließ und am Ende demjenigen zustimmte, der ihm als die stärkere Seite erschien. Das lässt sich einfach nicht belegen. Die Praxis und die Erfahrung der Kampfzeit wurden dann eben auch auf die Herrschaftsphase übertragen, nachdem sich die Dimensionen und die Einflussmöglichkeiten der miteinander rivalisierenden Machtträger unter den Bedingungen der Diktatur natürlich ständig ausgeweitet hatten. Immer waren Inszenierung und Machtbehauptung, Machtausbau eng miteinander verzahnt und bedingten sich wechselseitig. So nutzte er etwa die SA, seine Parteiarmee, um immer wieder eine Drohkulisse aufzubauen, um politische Entscheidungen durchzusetzen. Das hat auch Mussolini mit Erfolg getan. Das war vor allen Dingen in der sogenannten Machtergreifungsphase von 1933-34 immer wieder geschehen, wobei vieles von dieser Drohung auch inszeniert war. Das wurde also sagen, auf der Bühne der Politik gespielt und konnte dann mit einzelnen Gewaltakten sagen, als reale Bedrohung dargestellt werden. Die gesteigerte Machtposition seit 1934 wurden dann immer wieder durch neue Inszenierungen und neue Akklamationsvorgänge weiter ausgebaut. Und wenn es zur Behauptung einer politischen Tradition und scheinbarer Normalität
das war die Prämisse dieser Zeit 1934 bis 1937 notwendig war, wurde eben auch dann wieder eine entsprechende Inszenierung vorgezogen. Ein Beispiel, als Hitler im August 1934 die letzte verfassungsmäßige Barriere abbauen konnte, nach dem Tod von Hindenburg auch Reichspräsident zu werden, haben die Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes ihn darauf hingewiesen, dass in dem internationalen diplomatischen Verkehr eine förmliche Einsetzung und Präsentation üblich wäre. Das passte aber nicht in Hitlers Vorstellungswelt. War das nicht gut? Okay. Und deswegen wurde auch dieses, in einer Art Inszenierung, wo das gesamte diplomatische Korps mitgemacht hat, nachvollzogen, um den Schein zu erwecken. Das ist ein ganz normaler politisch-diplomatischer Akt, wo es die Folge einer Usurpation gewesen ist. Auch das vermeintlich Private, dass er der Entourage etwa des Berghofes, also der zweiten Residenz des Führers auf dem Obersalzberg bei Berchtesgaden, hier vorgeführt und von dem Leibfotografen Hofmann in mehreren Bildbänden publiziert wurde, war inszeniert und war Teil dieses Systems, das von einer Trennung der verschiedenen Führungsgruppen ausging. Während Göring, Goebbels und Himmler nur gelegentlich auf dem Berghof waren oder kamen, gehörten Speer und verschiedene Adjutanten und Ärzte sowie die Ehefrauen dazu zu Hitlers Hofstaat. Sie repräsentierten eine Art Schickeria. Auch da Sportgrößen tauchten da immer wieder auf. Und sie repräsentierten scheinbar das Moderne am Nationalsozialismus. Man gab sich locker. Das wurde natürlich nur für die Kameras inszeniert. Dieses System war also keineswegs so monolithisch, wie das in der Nachkriegszeit angenommen war. Es war aber auch nicht eine in wilde Machtkämpfe zerfallene Führungsgruppe, sondern es war sehr bewusst so eingesetzt und Hitlers Charisma überdeckte das alles. Er hielt die Fäden in der Hand und verteilte taktisch geschickt seine Gunst- und Machtteilhabe. Ich habe das an dem Beispiel von Goebbels schon eben angedeutet. In den Goebbels-Tagebüchern finden Sie fast auf jeder zweiten Seite Belege dafür. Neuere Untersuchungen belegen zudem, dass Hitler seine Eingriffsmöglichkeiten in fast alle Politikfelder, besonders aber eben in der Außenkriegs- und Vernichtungspolitik, immer wieder behauptet und als treibende Kraft ausgeübt hat und dabei sich in der Regel nicht von diesen internen polykratischen Machtkämpfen hat treiben lassen, dass er die Fäden nicht nur nach außen, sondern auch in den wichtigsten inneren Entscheidungen in der Hand behielt. Er verstand es sich als entschlossenen und allein entscheidenden Staatsmacht und Feldherrn zu präsentieren, wenn Sie noch mal weitermachen, bis hin zu großen Kunstausstellungen, die diesen Anspruch noch visualisierten. Und vor allem, das ist die große deutsche Kunstausstellung in München, die jedes Jahr seit 1937 stattfand und die immer sozusagen diese Führerverklärung im Mittelpunkt hatte. Dahinter waren dann die unterschiedlichen Interessen, auch oft rivalisierend nebeneinander organisiert. Es darf nicht vergessen werden, dass alles das, diese Bühne für diese Zerstörungs- und Vernichtungspolitik natürlich historisch längst vorbereitet war. Hitler ist nicht vom Himmel gefallen und die gesellschaftlichen Machtgruppen, die das mitgetragen ermöglicht haben, haben eine ähnliche Politik schon vorher im Auge gehabt.
nur dass Sie jetzt eben der Meinung waren, Sie hätten den geeigneten Exekutor gefunden, bis dieser dann sich von Ihren Positionen völlig verselbstständigt hat und seine eigene Entscheidungskompetenz aufgebaut hat. Auch die Zustimmung der sogenannten Volksgemeinschaft, die propagandistisch immer wieder verklärt wurde und durch Inszenierungen in allen Städten von Eintopfessen und sozialkaritativen Akten betrieben wurde, war immer in der Kombination mit der gleichzeitigen Ausschließung und Verfolgung derer, die nicht dazugehörten. Das war auf den Fotos nicht zu sehen. Noch einen Einschub machen darf. Da gibt es noch ein Bild. Das gehört noch zum Führermythos, die massenhafte Verbreitung von solchen Hitlerfiguren. Und das Bad in der Menge mit strengen Sicherheitsauflagen. Aber noch eins weiter, bitte. Die Inszenierung, Selbstinszenierung als Architekt, der bis zum Ende sich stadtplanerisch betätigte, mit erstaunlichen Kenntnissen. Und noch eins, die Inszenierung einer neuen politischen Religion. Das ist der neue deutsche Mensch, wie er auf der nationalsozialistischen Ordensburg in Vogelsang stand, mit einem Märtyrerkult, in dem die Toten und die Helden der Bewegung verherrlicht worden, Hitler sich als sozusagen der hohe Priester darstellt. Und noch eins. Und das ist eben dieses Problem des Nebeneinanders von verschiedenen politischen Entscheidungen, die auf der einen Seite mehr an das Herkömmliche erinnern, auf der anderen Seite aber eben die Gewalttätigkeit und die Vernichtung zeigen. Ich zeige Ihnen das in dieser Collage, die ich selber angefertigt habe, weil wir bei dieser Hitler-Ausstellung das Problem hatten, dass wir das in keinem einzigen Bild zeigen können. Es wird immer nur die eine Seite, die Zustimmungsseite oder die Inszenierung von Dingen gezeigt, nicht aber das Zerstörungspotenzial, was in dieser Person angelegt ist. Es gibt aber einen dänischen Künstler, nehmen Sie bitte nochmal zurück, der schon 1934 Hitler in Gestalt eines solchen Totenkopfes oder der sogenannten Hitlerfresse gezeigt hat. Das ist natürlich nur im Ausland möglich gewesen und das wurde dann 1939 in größerer Auflage verbreitet. Ich habe also hier eben das Bild von Krieg, der ja nicht von vornherein Vernichtungskrieg sein muss, mit diesem Bild kombiniert, um auch der Kritik zu entgehen, dass Bilder an sich immer nur eine Seite der Medaille zeigen, aber in Wirklichkeit dahinter ein ambivalenter Vorgang steht. Sehen Sie nochmal weiter. Das sind wieder die Bilder, die Sie alle kennen. Hitlers letzter Auftritt vor dem Bunker mit Hitlerjungen aus dem Volkssturm. Das ist eben das Bild, was noch einmal Loyalität und Führerbereitschaft zeigen soll. Und dann das nächste, eines der merkwürdigsten Bilder, die es gibt, ein Porträt eines nationalsozialistischen Künstlers, ein treuer Parteigänger Hitlers, der 1940 die Chance hatte, im Führerhauptquartier zu Porträtstudien eingeladen zu sein und der dieses merkwürdige Bild gemalt hat. Das befindet sich heute im Depot des Deutschen Historischen Museums und zeigt ein Bild von jemandem, der psychisch offenbar gestört oder was auch immer ist. Ich habe an diesem Bild immer gerätselt. Ich habe lange Zeit gedacht, das sei künstlerisch dritte Wahl. Mir haben aber Berliner Kunsthistoriker versichert, das sei ein exzellenter Mann gewesen. Also es gibt auch den Blick, der auf dieses Zerstörerische in einer Figur schon hinweist oder das antizipiert. Aber das geschieht eigentlich
immer in dem Medium, mit dem Hitler auch operiert hat, nämlich mit dem Visuellen. Und das in dieser Form. Also das ist sozusagen das Bild, was am Ende von Hitler eigentlich bleibt und das immer die Frage aufwirft, wie das alles zusammengeht. Und die letzte Frage, die zu dieser These mit Hitler werden wir nie fertig noch führt, ist zu sagen, diese widersprüchliche Haltung eines Politikers, der sich als extremer Nationalist verhalten oder geriert hat und der am Ende im Bunker in Berlin verkündet, das deutsche Volk habe sich als das Schwächere erwiesen und verdiene, dass es nicht überlebe. Also da schlägt der rassenbiologistische Ideologe durch. Das sind Extrempositionen, die nicht mehr zusammenpassen und die zu diesem Bild an sich sehr genau passen. Das heißt, das sind Fragen, die am Ende, wie ich meine, zu der These berechtigen, dass wir mit Hitler nie oder so schnell nicht fertig werden, weil dieses eine sagen, nicht nur auf Zerstörung ausgerichtete Kraft ist, sondern eine, die voller Widersprüche steckt, das Monströse dieser Figur deutlich wird und dieses gleichzeitig bei einer lang anhaltenden Zustimmungs- und Loyalitätsbereitschaft einer Gesellschaft, die fast bis zum bitteren Ende bereit war, das hier mitzutragen. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, haben Sie ganz herzlichen Dank, lieber Herr Thamer, für Ihren Vortrag. Bevor wir jetzt in eine größere Gesprächsrunde treten und Sie auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen oder Kommentare zu geben, kurz noch ein, zwei Fragen, die ich gerne Herrn Thamer stellen würde. Und die erste Frage bezieht sich vor allem auf die Anfangsjahre seiner politischen Tätigkeit, die 1920er Jahre. Sie haben ja von der Interpretation Hitlers als Nobody gesprochen und in Ihrem Buch findet sich eine sehr schöne Karikatur von Thomas Theodor Heine, die Sie vielleicht auch kennen. Wie sieht Hitlers Gesicht aus? Und da werden dann eben verschiedene Gesichter auch zum Teil hochironisch präsentiert und das Ergebnis lautet, Hitler hat kein Gesicht, Hitler ist ein Zustand. Und ja, dieser Zustand, das entspricht ja auch dem, was Sie ausgeführt haben, von großem politischen Verständnis oder tiefgreifenden politischen Kenntnissen kann bei Hitler ja nicht die Rede sein. Er verfügt über diese Rhetorik, die außergewöhnlich ist. Er verfügt über diese Unbedingtheit, die Sie auch genannt haben, und dieses Gespür, Politik sichtbar machen zu wollen. Aber mit politischen Zielen oder Utopien, abgesehen von diesen ganz grundsätzlichen Vorstellungen von Lebensraum und einem Kampf gegen Bolschewismus und Judentum, kann ja eigentlich keine Rede sein. Das heißt, ist Hitler nicht vielleicht tatsächlich so etwas wie eine Projektionsfläche, in die sich fast alles hineininterpretieren lässt in den 1920er Jahren? Und ohne diese charismatische Situation und diese charismatische Erwartung hätte es keinen Hitler gegeben oder es hätte auch andere Hitler geben können? Ja, also es hat natürlich viele kleine nationalsozialistische oder faschistische Führer gegeben in der Nachkriegszeit. Nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, in Italien. Die sich in einem jahrelangen erbitterten Wettstreit befunden haben. Aber Hitler hat sich durchgesetzt. Also er ist mehr als nur
das, was andere von ihm erwartet oder in ihn projiziert haben. Und das ist eben das, was so schwierig in der Erklärung ist. Ich habe versucht, das mit diesen Begabungen, die er hatte, zu erfüllen. In diesem Begriff des Charismas, der von Max Weber stammt, als einer Form der Begründung von Herrschaft, gibt es immer zwei Aspekte. Das ist das Eigencharisma, was jemand mitbringt. Und es ist das Charisma, was andere, eine Gesellschaft, eine Gruppe, jemanden zuschreiben. Das darf man nicht miteinander verwechseln. Hitler als Person hat wenig eigenes Charisma. Er ist eine solche blasse Figur, zunächst ein Nobody, der dann erst sozusagen sich selber sagen, trainiert und von anderen trainiert wird. Aber er hat dann eben Fähigkeiten, nicht nur die Rhetorik, sondern auch diese Form von Hass zu vermitteln, die 1920, 21, 22 natürlich eine relative Resonanz hatte. Derselbe Adolf Hitler wäre 1913 völlig sagen, am Rande mit diesen Qualitäten geblieben. Die waren da nicht gefragt. Also da muss es schon etwas gegeben haben, was ihn sagen, auszeichnet. Und dann hat er sehr schnell erkannt, dass man das eben auch inszenieren muss. Dazu war er zu Theaterfreund, der für das Performative sagen, auch in der Politik ein ungeheures Gespür hat. Man muss an diesem Charisma arbeiten. Diese Rolle, die sich einmal als erfolgreich erwiesen hat, bei einem Menschen, der an sich immer nur erfolglos war, das war die große Chance. Und die hat er dann mit einer ziemlichen Konsequenz genutzt. Also es ist eben diese eigentümliche Verbindung, es ist mehr als nur die Projektionsfläche. Das hätten auch andere gekonnt. Aber was wäre, sagen, die deutsche Geschichte etwa mit einem Hermann Göring als Reichskanzler geworden? Die wäre mit Sicherheit anders verlaufen als die mit Adolf Hitler. Ja, Sie nehmen schon fast meine zweite Frage vorweg, eine Frage, die man eigentlich als Historiker ja nicht stellen soll, nämlich die What-If-Frage. Was wäre gewesen, wenn, wir sind ja aus gutem Grund immer bei kontrafaktischen Fragen sehr zurückhaltend, aber wenn Hitler tatsächlich auf dem Höhepunkt seiner Popularität einem Herzinfarkt erlegen wäre oder einem Attentat, hätte das Dritte Reich sofort bestehen können oder wäre es rasch oder vielleicht auch schleichend zugrunde gegangen, ohne diesen Führer, der durch seine Divide et Impera-Taktik, die Sie ja beschrieben haben, das Ganze zusammengehalten hat? Das ist natürlich eine Frage, die immer wieder gestellt worden ist. Also auch Joachim Fest hat mal in den 70er Jahren darüber spekuliert, was denn passiert wäre, wenn Hitler 1938 einen tödlichen Flugzeugunfall gehabt hätte. Wäre er dann, so die provozierende Frage, als ein großer deutscher Außenpolitiker in die Geschichte eingegangen? Das wagt man sich gar nicht weiter auszumalen. Aber natürlich, es sind Umstände, die eine bestimmte Ermöglichung bedeuten und die eben dann die Ausprägung dieses Zerstörungspotenzial anfangs noch behindern, dann aber voll zur Entfaltung bringen. Und dieses Zerstörungspotenzial ist in dieser Biografie angelegt. Man hat früher gesagt, das hat er schon aus seiner Kindheit, der gewalttätige, bösartige Vater oder was auch immer. Es gibt auch Psychoanalytiker, die da die tollsten Spekulationen angestellt haben. Das mag sein, aber belegen, und das ist ja das Geschäft des Historikers, belegen können wir es nicht. Wir können nur sagen, in bestimmten Situationen war das und das möglich. Und dazu gehört dann eben auch diese Veränderung in den Machtstrukturen. Nur diese Machtstrukturen, die sich Hitler
teilweise selber geschaffen hat, die andere mitgetragen und mitgemacht haben, die sind erst die Voraussetzung dafür, dass er dann diese radikale Zerstörungs- und Vernichtungs- und Verfolgungspolitik betreiben kann. Also man kann das beides nicht voneinander trennen. Ich sehe schon, dass es erste Meldungen gibt und würde jetzt zur Diskussion übergehen. Sich gestellt hat, ob man ihn also physisch eliminiert oder ob nur, also ganz am Anfang, 38, oder da haben sie immer gedacht, aber die anderen, Himmler, Goebbels und so weiter, Göring, die müssen auch physisch zerstört werden, denn man kann nie wissen, was dann passiert. Vielleicht ist das noch irgendwie so schlimm wie früher oder sogar schlimmer. Also das wollte ich nur hinzufügen zu Ihrer Frage. Ja, wobei diese Geschichte von Hitler und der Wahrnehmung seiner Gegner oder Konkurrenten oder Parteigenossen, in der Regel, das wissen wir heute natürlich besser als die Zeitgenossen das wussten, eine Geschichte der Unterschätzung oder der Fehleinschätzung ist. Die Vorstellung, dass Göring noch jemand wäre, mit dem man einen moderaten Kurs betreiben konnte, ist irgendwie nachvollziehbar, aber Göring hatte dieselben, sagen, brutalen Züge. Seine Politik in Preußen 1933, 34 ist an Brutalität kaum noch zu überbieten. In einer Situation, wo das also noch möglicherweise heftige innere Auseinandersetzungen provoziert hätte. Erst danach wurde er dann also, wie ich fest gesagt hatte, sagen, zu einer jovialen Figur mit einer beträchtlichen Körperfülle. Ist schwer zu sagen. Die Verbindung, die Hitler mitbrachte, hatten die wenigsten in dieser Kombination. Himmler war kein Rhetoriker, aber er war immer derjenige, der auch im Widerstand natürlich als besonders schlimm dargestellt wurde, was dazu geführt hat, dass manche ja auch gesagt hatten, nicht Hitler hat das alles initiiert, sondern Himmler. Was wiederum Unsinn ist, dazu war Himmler eine viel zu schwache Figur, Bürokrat der Zerstörung. Entschuldigung, vielleicht zwei, drei kritische Bemerkungen. Sie haben die Bilder gezeigt und dann gesagt, Hitler hätte auf dem Klassenbild eine sehr abweisende Haltung. Aber wenn ich das Bild genau sehe, haben alle anderen Kinder auch nicht gelächelt. Und die Kinder oben in der obersten Reihe haben alle überkreuzte Arme, was auf Ablehnung schließen lässt. Also was sie im Grunde genommen getan haben, ist, wie die Engländer sagen, with hindsight, das Bild von dem Wissen, das wir von Hitler nach 45 haben, interpretiert. Das Gleiche haben sie mit dem Bild gemacht, Hitler mit der Pickelhaube. Wenn ich das Bild richtig interpretiere, saß eine Person noch weiter vom Tisch weg im Hintergrund des Bildes. Und man könnte annehmen, warum trägt er die Pickelhaube? Weil er vielleicht gerade erst hineinkam, nicht wahr, in den Unterstand. Sie interpretieren das Bild auch, Sie haben gesagt, das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass er Einzelgänger ist. Das wissen wir aber erst heute, nicht wahr, nach den langen Studien. Also das ist auch eine Interpretation with hindsight, also im Rückblick. Eine dritte Bemerkung, Hitler ist erst 1920 aus der Armee entlassen worden, aber das sind viele andere Soldaten auch, die Freikorps etc. Es gab keine Arbeit in Deutschland und in der Armee hatte man zumindest ein warmes Essen. Das wäre eine rationale Erklärung.
obwohl ich das nicht bezweifle, was Sie sagen, aber das ist methodisch einfach nicht zulässig. Aber die eigentliche Frage, die ich habe, auch Ihr Kollege hat von der Popularität Hitlers gesprochen. Also jetzt nehme ich mal die letzten Zahlen der Wahlen 1932 in der Weimarer Republik. Da gab es im Frühjahr eine Wahl, 32. Da hatten die Nazis ungefähr 39%. Dann gab es eine Wahl im November. Da fielen die Nazis zurück auf 32%. Und Hitler selbst hat ausgesagt, dass er glaubte, das sei das Ende seiner Karriere gewesen. Und dann gab es eine Wahl 1933 im Frühjahr wieder, an der die Kommunisten nicht teilnehmen konnten. Und die Nazis hatten keine absolute Mehrheit. Sie hatten etwas mehr als 40%. Also fast 60% der Deutschen haben zu dem Zeitpunkt nicht für die Nationalsozialisten gestimmt. Also dann die methodische Frage, als die Nazis an der Macht waren, die Bilder, die wir sehen, sind ja Bilder der Nationalsozialisten, die Begeisterung der Bevölkerung. Das sind Fotos und Aufnahmen von nationalsozialistischen Kameraleuten und Fotografen. Also sie beweisen Dinge mit nationalsozialistischem geprägtem Material. Die Frage, die ich eigentlich habe, ist, verfügen wir über Meinungsumfragen, über Statistiken, die genau nachweisen, wie hoch die Zustimmung des deutschen Volkes zur nationalsozialistischen Diktatur war. Eine Sache, die Sie auch nicht erwähnt haben im Zusammenhang mit Popularität, der Hitler hatte ja bis 1938 nur Erfolge. Innenpolitisch und außenpolitisch. Er hat das, was die Deutschen am meisten hassten, von links bis rechts, von den Kommunisten bis zu den Nationalsozialisten, er hatte Versailles außer Kraft gesetzt. Also ich habe noch eine letzte Frage, die ist ein bisschen provokativ. Die Nationalsozialisten nannten ihre Bewegung ja eine Revolution, eine nationale Revolution. Die Frage und die Energie Hitlers, kommt die nicht etwa auch aus dieser Vorstellung, dass sie in der Tat eine grundlegende Revolution durchführen wollen? Revolution hat ja eigentlich in Frankreich und in anderen Ländern einen positiven Begriff, aber Revolution heißt nichts anderes als das über den Haufen werfen aller konstitutiven Elemente einer gegebenen Gesellschaft, politisch, wertemäßig und manchmal auch ökonomisch. Wie weit schätzen Sie Hitler als einen negativen Revolutionär ein, der aus dieser revolutionären Energie auch seine politische Kraft zog? Das waren jetzt eine ganze Menge von Fragen. Ich hoffe, einige noch im Kopf zu haben. Das eine betrifft Ihre Frage nach den Bildern. Und das ist etwas, was mich persönlich, da ich auch hin und wieder Ausstellungsmacher bin, natürlich besonders auch interessiert. Ich habe erstens bei diesen wenigen Bildern, die wir aus dem Leben Hitlers haben, nicht jetzt aus dem Wissen von späteren Entwicklungen das jetzt zurückprojiziert und wiedererkennen wollen und würde auch nicht in Frage oder im Zweifel stellen, dass es nicht auch andere Leute gegeben haben, die sich ähnlich verhalten haben. Das ist völlig klar. Das sind aber die einzigen Bilder, die nicht inszeniert sind, im Unterschied zu allen anderen, seitdem der Hofmann 1924 oder vorher schon sich als der Bilderfabrikant hier ins Zeug gelegt hat. Also, ich kann den Bildern, diesen authentischen Fotos, nur Erklärungskraft zubilligen, wenn ich sie in der Tat mit anderen vergleiche. Das haben Sie völlig recht, habe ich auch nicht anders gesehen. Oder mit anderen Situationen, die ich bei Hitler später dann auch wieder entdecke. Also ohne die Kontextualisierung geht das nicht. Aber auch dann findet sich diese auffällige Abseitshaltung, die auch durch Zeitzeugen,
Berichte von, sagen, Regimentskameraden und dergleichen bestätigt ist. Also Bild und Text können sich auch hier ergänzen. Also ich glaube schon, dass das diese Rolle etwa des Sonderlings, aber auch des eigenwilligen Sonderlings, sofern wir das sagen mit diesem spärlichen Material überhaupt aussagen können, einigermaßen bestätigt. Nächster Punkt, die Bilder, die von Nationalsozialisten gemacht werden. Ja, natürlich. Ich habe ja gesagt, das ist von vornherein eine Fabrikation, die den der Hofmann ein Millionenvermögen gemacht hat und die wir nur sagen, als Inszenierung verstehen können. Es gibt ganz wenige Fotos, ich habe da lange nach in Berlin gesucht, die eine andere Szene, einen anderen Blick, den fremden Blick, wenn Sie so wollen, zeigen. Etwa von der Olympiade 1936, der großen Jubelfeier. Es gibt jüdische Fotografen, die damals noch in Berlin tätig waren, dann ausgewiesen, verfolgt wurden. Die haben nicht die Hochglanzszenen gebracht, sondern andere. Ja, das ist richtig. Aber ich habe auch nicht behauptet, das sei die Wirklichkeit. Sondern meine These ist, dieses Regime hat zu einem sehr großen Teil von der Inszenierung des Politischen gelebt. Und diese Karikatur aus dem Simplicissimus von Thomas Theodor Heine reflektiert ja genau diese Situation der Bildlosigkeit von Hitler. Er war damals zwar der König von München, war aber in einer breiteren Öffentlichkeit als Porträt, als Foto noch nicht bekannt. Und das ironisiert er ja. Und dann entsteht diese Beauftragung von Hofmann, der sich dem Hitler hier sagen gleichsam andient. Also da sind wir völlig d'accord. Aber man kann ja solche Bilder benutzen, indem man sie entsprechend interpretiert oder mit anderen Bildern kontrastiert. Letzter Punkt, jetzt müssen Sie mir noch... Lassen Sie vielleicht Herrn Thamer noch auf die letzte Frage, die sich auf die Popularität und die Statistiken bezog, antworten. Ja, ja. Nein, nein. Also die Bilder beweisen nicht die Popularität, sondern sie beweisen die inszenierte Popularität. Und das gilt nicht nur für Bilder von Hofmann. In der Provinz gab es genügend Parteigenossen, die einen kleinen Fotoladen hatten, von denen wir teilweise Filme haben, die genau dasselbe machen. Oder Leni Riefenstahl war eine absolute Meisterin in dieser Inszenierung. Der Nürnberger Reichsparteitag verlief in der Regel völlig anders, als wir das aus dem Parteitagsfilm Triumph des Willens von Leni Riefenstahl kennen. Sie hat diesen Parteitag medial gemacht. Also das wäre ja meine eigentliche These. Hier gibt es einen Politiker, der früher als andere, vielleicht Roosevelt in den USA noch, erkennt, welche Rolle Medien in der Politik spielen können. Jetzt zur Popularität. Natürlich eine beliebte Frage. Sie können das aber auch immer nur zu bestimmten Zeitpunkten sagen. Wenn die NSDAP über den Juliwahlen 1932 ihren Höhepunkt erreicht, im November schon weniger hat, dann ist das etwas, was sagen, in einer solchen politischen Atmosphäre sagen, eigentlich ganz Normales sagt, aber noch nichts über die endgültige Popularität. Und genauso wenig sagt das, wenn Sie dagegenhalten, aber 60% haben ihn nicht gewählt. Das Problem war, diese 60% hatten aber keinen einheitlichen Willen, sondern die Zersplitterung der politischen Landschaft hat es jemandem ermöglicht, mit einer Stimmenzahl von 30% oder noch ein bisschen mehr und die sagen, Fehleinschätzung der politischen Konkurrenten, diese Position zu erreichen. Wie groß die Popularität etwa 1937, 1938 war, das sind alles Vermutungen. Wir haben dafür keine Belege. Ein sehr kluger Zeitzeuge, Sebastian Haffner, hat von 70-80% gesprochen, als Hitler, Sie haben es erwähnt, die
innenpolitischen, also Arbeit und Brot, und die außenpolitischen Revision des Versailler Vertrages durchgesetzt hatte. Davon wird man ausgehen können, und diese Popularität wird dann in Schüben nochmal erzeugt, 1940 nach dem Sieg über Frankreich. Aber auch das ist nicht messbar, sondern wir können nur sagen, unter diesen Umständen war das so. Also, ich habe nicht behauptet, das sei sagen nur eine Popularitäts- oder Gefälligkeitsdiktatur gewesen. Sie war genauso gut von Zwang und Verfolgung geprägt. Es ist natürlich grundsätzlich das Problem bei Diktaturen, dass wir über gesicherte Statistiken und Wahlergebnisse eben nicht verfügen. Es gibt natürlich trotzdem einige Indizien aus den Quellen, seien es nun die SOPAD oder die SD-Berichte, seien es die Wahlergebnisse im Saarland oder auch die Befragungen, die nach 1945 durchgeführt wurden, ob der Nationalsozialismus eine im Kern gute Sache sei, die nur schlecht durchgeführt worden wäre. Und da sind ja doch Ergebnisse, die heute uns erschüttern mögen, damals zutage gefördert. Wir haben noch eine weitere Frage. Ja, eigentlich mehrere Fragen, aber mal sehen. Erstmal möchte ich Ihnen danken für Ihren interessanten Vortrag. Und natürlich kann ein Vortrag nicht alles wiedergeben, was in einem Buch vermutlich ist. Vielleicht ist daher meine eine oder andere Frage hinfällig. Aber vor kurzem erschien ein Buch von Eric Vuillard. Sie kennen es sicher, die Tagesordnung, L'Ordre du Jour. Das ist jetzt literarisch, nicht wissenschaftlich. Aber er zeigt sehr anschaulich, wie eine entscheidende Rolle gespielt wurde von den Finanzen und Kapitalkreisen, den großen Unternehmen, 33 bei der Machtergreifung Hitlers. Das ist die andere Seite der Inszenierung. Die haben erkannt, der Mann kann für uns von Interesse sein. Etwas ist mir aufgefallen bei Ihrem Vortrag. Sie sprachen von der geschlossenen Weltanschauung und davon, wie Hitler sich erfindet, inszeniert. Ein Kernbegriff des Nationalsozialismus, nämlich völkisch, was rassisch meint und was mit dem Antisemitismus eng verbunden ist, das kam nicht vor. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Jedes Dokument, was einem zufällig in die Hand fällt aus der Zeit, ob ein Schulbuch, eine Rede oder sonst was, es ist immer Antisemitismus drin enthalten. Es ist immer eine Hetze gegen Juden. Und ich denke, das war der Kern der Weltanschauung, die er sich zusammengezimmert hat und die leider auch zu einer großen Zustimmung seitens des Volkes beitrug, basierend auf eine lange Entwicklung, wo das schon angelegt war. Er hat das nicht erfunden. Und dabei wäre interessant, das wäre jetzt wieder beim Anekdotischen, wie weit spielt seine Rezeption der Oper, der Wagner-Oper insbesondere, des Germanenkults und so weiter und seine selbst als Vorsehungsberufener dabei eine Rolle? Und dazu, da sie die Inszenierung sehr betont, was mir sehr gefällt und was ich interessant finde, eine faktuelle Frage. Sie sagen, er war ein Naturtalent rhetorisch. Brecht hat in seinem Ui gezeigt, wie er Schauspielunterricht nahm. Es trifft das zu und wie weit spielte das eine Rolle? So, erstmal so weit machen. Ja, also zum Letzten, dieser Schauspielunterricht, der lief erst, als sagen, das rhetorische Talent schon entdeckt war. Also es gibt Berichte über diese ersten Auftritte Hitlers bei diesen sogenannten Aufklärungskompanien, wo er das schon entwickelt hatte. Ein bisschen mit so einer etwas bajuwarisch gurgelnden Stimme, was wahrscheinlich außerhalb von Bayern weniger Resonanz gehabt hätte, aber dort mehr. Also das mit dem Schauspielunterricht oder diesem Einstudieren von Posen vor der Kamera, das sind spätere Entwicklungen, wo diese Figur sich weiter stilisiert. Also und dann eben diese vorhandenen Talente weiter ausbaut. Zu dem anderen mit dem großen Kapital. Also da haben wir natürlich eine lange Forschungspraxis hinter uns, die das widerlegt. Also ich muss gestehen, in meiner Studentenzeit bin ich auch davon sagen genährt gewesen, bis hin zu dem Poster von John Hartfield über den Sinn des Hitlergrußes, was also nun diese Interessen
des großen Kapitals gemacht hätten. Da gibt es jetzt viele differenzierte Gegenargumente. Eins ist, selbst bei den Eingaben von Industriegruppen und Verbänden vom November 1932 auffällig, die Zahlen, dieselben Gruppen zahlen auch an andere. Also die versuchen ihren Einfluss in einem bestimmten konservativ-nationalistischen Milieu zu wahren und nicht nur auf Hitler zu setzen. Das machen Industrielle oder Interessengruppen immer wieder mal. Zweitens, das war, sagen, mitunter auf sagen, Fälschungen basierend, diese Zahlen. Also da gab es den Herrn Zichon in Berlin, der da also nun munter Jahreszahlen manipuliert hat und dann eben das gewünschte Ergebnis hat. Also es ist unbestritten, dass gesellschaftlich-wirtschaftliche Interessen hier das mitfinanziert haben, völlig klar, angefangen vom Ankauf des Völkischen Beobachters, dass sie aber in der Regel immer nur sagen, bei bestimmten Personen hier sagen, Mittel bekommen haben und dass dieses dann auch nur bedingt erfolgreich war. Und es waren viertens oder wie viel auch durchaus mittelständische Unternehmen. Es war nicht das, in der Regel das große Kapital. Also es gibt darauf keine sagen, einfache Erklärung und die, in der Regel wird das auch von niemandem mehr sagen, hier produziert. Ich bin überrascht, dass das dann also in einer literarischen Deutung vorkommt, aber das ist empirisch nicht tragfähig. Wir haben noch eine letzte zum Antisemitismus. Ach so, ja, also, dass der dass alles, was Hitler in seiner sogenannten Weltanschauung zum Besten gegeben hat, schon überall zu lesen war, das ist unbestritten. Und ist sagen, noch nicht das Entscheidende dafür, wie er das dann dargestellt hat. Also auch hier wiederum hat Joachim Fest schon sehr früh einen sehr treffenden Begriff geprägt. Das sei aus dem Ideenschutt des späten 19. Jahrhunderts. Was Hitler aber behauptet hat immer, und das zeigt eben dieses, sagen, die Suche nach diesem Selbstbewusstsein, Selbstverständnis, das sei alles in sich geschlossen und aufeinander bezogen. Und der eine Faktor bestätige den anderen. Also der Antibolschewismus und der Antisemitismus, alles Antihaltung, bis hin zu der Lebensraumideologie und. Also das ist das, was in der NSDAP dann ja auch geglaubt wurde. Der Führer hätte eben dieses Gebäude entwickelt. Das meinte ich damit. Dass das von vielen anderen propagiert wurde mit teilweise größerer Radikalität oder nicht, ist völlig klar. Und ist ja leider auch als Gedankengebäude nicht aus der Welt, wie wir heute wissen. Wir haben, Entschuldigung, es gab eigentlich noch eine andere Wortmeldung, aber mit Blick auf die Uhr, es sei denn, Frau Deussen, wir können das auch am Buffet weiterführen, die Diskussion, also... auf Wagner als Kronzeuge für seinen Antisemitismus beruft. Sie haben jedes Wort von Hitler dreimal umgedreht, vor allen Dingen in den USA, und Sie haben keine einzige Stellungnahme von Hitler gefunden, keinen einzigen Kommentar von Hitler zum Antisemitismus Wagners. Also soweit Wagner und Antisemitismus. Meine These war ja nicht, dass das eine ideologische Vorbildfunktion hatte, sondern dass es das, sagen, das Performative, das Inszenierende, die grandiosen Bilder einer Oper sind, die Hitler sagen, die Vorstellung vermitteln, so müsste es in der Politik auch sein. Noch eine letzte kurze Frage mit Mikro.
Ja, ich meine, es dreht sich immer alles um die Frage, machen also große Männer Geschichte oder macht die Geschichte große Männer? Und ich habe den Eindruck, Sie beschreiben Hitler irgendwie als eine Ausnahme, auch unter den Diktatoren des 20. Jahrhunderts. Man könnte da vielleicht vergleichen, um zu sagen, ob es wirklich eine Ausnahme ist. Und wenn es wirklich eine Ausnahme ist, dann sind wir doch mit ihm fertig. Ein Hitler kann nicht wieder erscheinen. Oder man kann auch den Titel anders interpretieren. Wir werden nie fertig mit Hitler, das heißt, ein anderer Hitler kann noch zu unseren Zeiten, sagen wir, wieder auftreten in der Geschichte. Also dieser Titel, an dem ich ja selber immer noch meine Zweifel habe und deswegen auch das in der Ausstellung nicht benutzt habe, meint eigentlich für mich jedenfalls, dass die Interpretation dieser Vorgänge und dieser Haltung und dieser Politik etwas ist, was immer wieder neue Fragen aufwirft und was auch im Generationenablauf unterschiedliche Antworten findet. Ob jetzt Diktatorenvergleich da sehr viel weiterhilft, weiß ich nicht. Ich hatte nur gesagt, das Außergewöhnliche ist die ungeheure und wachsende Zustimmungsbereitschaft, die natürlich auch auf Drohung und Manipulation und dergleichen beruht, vor allen Dingen während des Krieges, und die in der Provinz anders aussieht als in einer Großstadt. Aber es ist im Vergleich zu anderen Diktaturen und Diktatoren schon etwas Außergewöhnliches, wird hin und wieder von etwas mit Schnellschüssen arbeitenden Kollegen dann als Konsensdiktatur oder Gefälligkeitsdiktatur dergleichen. So weit würde ich nicht gehen, weil es eben diese andere Seite, die Gewalt, ausklammert. Aber in der Palette dieser unterschiedlichen Diktaturen ist das schon eine außergewöhnliche Haltung. Er war auch ein großer Nachahmer. Ja. Ja. Diese Inszenierung da war, die hat gewirkt damals. Ja. Das heißt also, sie traf auf eine empfangene Gesellschaft. Jetzt, ich denke an den schwedischen Film. Wenn wir dann im Nachhinein also diese Inszenierung der Macht gesehen haben in diesem schwedischen Film, fanden wir ihn völlig lächerlich. Hm. Sie sehen, dass wir auch heute Abend nicht fertig werden mit Hitler, aber diese Diskussion fortsetzen können. Freundlicherweise hat das Heinehaus einen Umtrunk möglich gemacht. Ich möchte aber zuvor mich noch einmal ganz herzlich bedanken beim Heinrich Heinehaus und insbesondere bei der Direktorin, bei Ihnen natürlich, Herr Thamer, sowieso, für Ihren schönen Vortrag. Bei der Dolmetscherin ganz herzlichen Dank. Und auch Ihnen meinen Dank für Ihre sehr lebendige Teilnahme.